Bilderbuchwetter, viele, viele Kinder, noch mehr Kürbisse und ein ganzer Haufen Stroh zum Schmeißen. Das kann nur eins bedeuten. Kürbisfest am Hof Slüter in Holtwig. Seit 14 Jahren schon Pflichttermin für sämtliche Familien in Bocholt und Umgebung. Und eine tolle Gelegenheit, sich Bocholt mal von oben anzuschauen. Nein, eine Etage tiefer. Hier haben die Besucher schon am Samstag einen tollen Blick auf Bocholt Skyline. Und am Sonntag auf noch vieles mehr. Wir haben Vorführungen von Border Collies, wie die Schafe treiben. Ja, und dann Ponyreiten sehe ich gerade von hier oben. Und Essen, Trinken natürlich. Und dann ist morgen um 17 Uhr noch wird der schwerste Kürbis von Bocholt gesucht. Und der Kürbismeister praktisch von Bocholt auserkoren. Und der Wettbewerb startet, dann wird der Kürbis gewogen und da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Die Jury inspiziert schon mal ein paar Kandidaten. Da wirken die 1000 anderen ja schon beinahe niedlich. Zum Glück gibt es auch am Sonntag wieder jede Menge Stroh zum Schmeißen.